Und damit, Kerl, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Kirby und das vergessene Land. Ganz genau. Ich will euch gar nicht groß rumreden, wir starten direkt rein mit der Vergessgruppe. Und 51 Seelen von Leo haben wir zusammen. Und ich würde sagen, wir starten einfach rein, ohne groß zu reden. Was gibt's zu erzählen? Ich bin zurück aus dem Urlaub, habt ihr sicherlich im Stream schon mitbekommen. Da haben wir ja Mario Strikers gestreamt. Keine Ahnung, wie der Stream verläuft, so. Ich weiß es nicht. Für mich ist heute der 17.06. Und ich weiß ja nicht so ganz, wie das jetzt alles wird. Ich muss überlegen. Ich war jetzt eben 10 Tage im Urlaub, muss jetzt mal überlegen, wo wir hier überhaupt genau stehen geblieben sind. Geht das? Perfekt. Kann ich da bestimmt rein, nicht? Ich kann da doch drum herum. Jo, ich erinnere mich, genau. Ich muss gerade überlegen, was es alles Spannendes zu erzählen gibt, ob es überhaupt was Spannendes zu erzählen gibt. Oder ob ich schon alles im Stream erzähle. Ich bin gerade mega konzentriert, weil ich auf die Steuerung versuche klarzukommen. Genau. Ich glaube, ich rede ein bisschen zu wenig. Ich muss mich konzentrieren, ich komme nicht in die Steuerung. Aua, hallo. Sauge ich jetzt ein. Oh. Da fühle ich mich schon besser mit. Bei eigentlich nicht. Gib mir das wieder. Ich muss hier runter. Okay, ich habe genug Leben, das ist schon mal wichtig. Ich werde so safe wieder irgendwie irgendwas vergessen haben zu erwähnen. Ach ja. Ich will mich die ganze Zeit für 100 Abonnenten bedanken, aber ich bin mir sicher, in Videos, die hier vor diesem Video kommen, habe ich das auch schon viel zu häufig gemacht. Was sagt ihr dazu? Auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt auch diesen Blocksbuster gesehen. Ja. Ich habe ja einen wahnsinnigen Blockbuster gemacht. Der so ein bisschen storytechnisch aufgebaut ist, so, ja, Ritter sucht Prinzessin, Ritter muss gegen einen Typen kämpfen, Ritter zu schwach, weil nicht die richtige Rüstung, er bekommt das heilige Kaestor-Merch, genau die beste Rüstung. So, das war mein Ding, was ich damit aussagen wollte. Der Shop ist online, ich, will jetzt nicht das Gameplay unterbrechen. Okay, aber ich werde an der Stelle hier mal ganz kurz den, ja, einen Trailer oder so einblenden, heißt das so? Ihr wisst, was ich meine. Einmal das da, genau. Und das ist online, ihr könnt da jetzt rein, ihr könnt das Zeug kaufen. Ich hoffe, ihr kauft das auch. Geht doch da rum! Genau. Gibt Mütze, T-Shirt, ihr habt es gerade gesehen, ist okay. Ja. Ihr merkt, ich bin sehr müde. Ich weiß nicht, ob man merkt, dass ich sehr... Ich bin nicht demotiviert, das nicht. Falls man das denken könnte, bin ich nicht tatsächlich. Ich bin müde. Gestern 8 Stunden... Oh nein... Ich habe keine Dosen mehr. Oh, wollen wir wetten, ich hätte die gebraucht für irgendwas. Oh no. Ja. Gestern, eben, ich glaube, 8-9 Stunden gefahren. Dann gestern Abend um 3 Uhr ins Bett gegangen. Da war eine Dose drin, oder? Wollen wir wetten? Okay. Ja, das verliere ich dann auch damit. Wir brauchen ja nicht alle, so viel ich weiß. Aber wäre halt gut, wenn wir doch schon ein paar sammeln würden. Genau. Einfach so. Der Wahnsinn. Wir sind wieder in einem Einkaufszentrum. Und ich habe Durst. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so warm ist. Aber ich komme hier frisch aus Italien zurück. Und es ist halt einfach erstmal wärmer als in Italien, in Deutschland.
Das Eiswasser. Ja, das wusste ich. Das muss ich kaputt hauen. Muss ich das wegbrennen? Gab's hier irgendeinen, der Feuer spuckt? Hab ich den gerade besiegt, weil ich's tue. War das der hier? Hä? Oder kommt der noch? Nee, also ich muss hier zwischen Feuer und Ding wechseln. I think. Ja, natürlich. Der Hammer kann doch auch Feuer machen. Klar, wusste ich. Ist mir gerade eingefallen, random. Ich habe im Übrigen, ich weiß nicht, ob ihr das, wahrscheinlich habt ihr es schon im Stream gesehen, wenn ihr den Stream nicht angeschaut habt, schaut euch gerne an. Ich hab so ein cooles Armband jetzt. Wofür dran? Bin ich mega stolz drauf. In pink. Da komme ich jetzt durch ohne Gegentreffer, sehr schön. Aber klar. Der Hammer macht ja auch Feuer. Bin ein bisschen doof. Ich habe sehr viel aufzunehmen. Ich weiß nicht, wann dieses Video kommt. Das sollte eigentlich nach dem Finale von Stanley kommen. Das Finale von Stanley war nicht das Finale, möchte ich nur ganz kurz sagen. Ich werde dazu noch ein paar Videos machen. Ich habe wieder mit Octofluffy ein bisschen geschattet. Und der hat gemeint, eben, ja, gibt noch ein paar Endings. Hol sie dir, gibt auch gratis Pizza. Und dann kommen wir da nochmal rein. Ich würde sagen, in zwei, drei kleinen Videos. Genau, was ist passiert, während ich nicht da war? Einfach alles. Jeder Streaming, jeder Konsolenservice außer Nintendo war live und haben Spiele vorgestellt. Natürlich. Natürlich werde ich in Forza Horizon 5 reinschauen, weil da dieses Hot Wheels DLC drin ist. Wird es, ich weiß nicht, wie viel Content es liefert, ich hoffe 5 Videos mindestens, wird es geben. Und natürlich schauen wir auch in Minecraft Legends rein, sobald das dann offiziell nächstes Jahr released wird. Wollte ich mich nur zu äußern, weil ich schon von einem Kollegen auf WhatsApp gefragt. Sieht aus, als hättest du an diesem Ort bereits alle Fragmente. Sehr schön. Wurde von einem Kollegen gefragt, ob ich das spielen werde. Und natürlich, das ist ein neues Spiel von Minecraft. Und auf jeden Fall. Ah, hier ist es windig. Ich sehe, was der Autor mir sagen möchte. Ui, das war knapp. Warum? Ich weiß nicht, warum ich hier die Kugel nehmen soll, aber ich tu's. Eigentlich. Lol. Oh, ich seh erst jetzt, dass da Wasser ist. Ja, lol. Wow, ich hab's. Destroyen wir ein bisschen. Dann ausweichen wie ein Gott. Sprung, Rolle. Perfekt. Ausweichen, Sprung, Sprung. Ah! Will ich haben, bitte? Ja. Was ist das? Oh ja, Heilung, Heilung, wichtig. Ich habe schon wieder einen Feuertypen getötet. Nein. Ich spamme an Gegnern hier. Aber ist okay. Oh, ich habe so vermisst, irgendwie was zu spielen. 10 Tage lang. Also ich habe schon gezockt. Ich habe Metroid. Wir werden auf jeden Fall irgendwann mal nochmal Metroid streamen. Und auf jeden Fall wird die Smash Bros. Reihe weitergehen. Wir haben ja irgendwann mal vor... Ey, das Safe schon über ein Jahr her. Das Safe. Über ein Jahr her. Haben wir, Smash Bros. Gestreamt. Und... Ich habe gar nicht B gedrückt. Ich werde nochmal von vorne mit dem Spiel anfangen. Und wir streamen das dann mal komplett durch. Also nicht komplett in einem Stream, sondern ich mache das fertig auf jeden Fall. Das ist mein Ziel, was ich habe. Ja, natürlich.
Jo, hier haben wir auch alle Fragmente, sehr schön. Das finde ich, noch erwähnen. Hallo, dankeschön. Okay. Dann habe ich mir auf jeden Fall Metroid werden wir auch irgendwann mal nochmal anfassen. Da gibt es ja jetzt den einfacheren Modus. Und natürlich habe ich das auch direkt getestet. Ob der einfache Modus wirklich einfacher ist. Ich überlege gerade, wie ich da reinkomme. So? Nee. Da drüben ist was. Oh mein Gott, wie genial. Genau. Metroid werden wir nochmal anschauen. Dann, ich überlege gerade, was ich alles spoilern kann, ohne dass ich es wirklich spoil. Ich dachte, ich könnte das einsaugen. Nee, ich glaube, das war's sonst. Also, es gibt schon noch was, aber das teaser ich jetzt nicht. So bewusst nicht. Okay. Also, ein Let's Play. Es ist ja jetzt, sobald jetzt, Stanley vorbei ist, fängt natürlich wieder was Neues an. Wenn ihr das Video seht, sollte Inside schon begonnen haben. Das kommt morgen. Nee, das kann nicht morgen kommen. Ich kann das nicht morgen machen. Morgen ist der Stream. Warte mal. Oh, ich muss noch die ganze Planung, wann Videos kommen. Muss ich nochmal komplett überdenken. Ja. Auf jeden Fall, Inside sollte, wenn dieses Video kommt, schon begonnen haben. Sag nicht, es gab in jedem Ding so eins einzusammeln. Schön ausweichen. Also es ist viel geplant in nächster Zeit. Oh ja, direkt zweite Phase, sehr schön. Lauf, lauf, lauf. Ich will wenigstens so ein paar einsammeln. Eins liegt da vorne. Vielleicht ist das nur eins. Down. Bevor er mich trifft. Yes! Ich hab noch irgendwas. Eisbärt. Oh mein Gott. Ah! Und dem drücken wir jetzt nochmal so einen Hyperstrahl rein. Der im Übrigen sehr stark ist. Und dann ist gut. Mann, ich glaube, ich rede zu wenig. Ich mache das gerade nicht unterhaltsam genug. Es tut mir leid, ich bin müde. Ja. Okay. Uns fehlt das erste, aber. Come on. Hier geht's wieder rum. Ja, ist wieder das ganz normale Level, wie ich mich einfach noch an Secrets erinnere. Oh. What? Okay, wie random, aber cool, dass wir das gefunden haben. Die sind ja normalerweise die, die wir für das Abschließen von diesen Mini-Missionen bekommen. Warum sind wir so langsam? Ich war am Fliegen. Yo, okay. So. Hab kein Puste Ding. Weiß ich, was ich alles besiegen darf und was nicht. Spring mal hier rüber. Perfekt. Der ist auch down? Nein? Aber jetzt. Okay. Der vor uns auch. Ich verstehe das Ziel noch nicht ganz unserer Reise.
Oh, einmal ins Wasser fallen. Und wir spawnen wahrscheinlich wieder ganz hinten. Und sehe ich das richtig, dass es ab hier richtig fast wird jetzt? Genial. Und jetzt geht's so weiter. Ich nehme mal. Oh yes, der war sehr gut. Kann er springen? Zurück! Jo, okay, dann halt nicht. Aber hier würde ich gern runter. No way, das Boot. Wir spawnen auf dem Boot. Ach so. Ja. Nein, dreh um. Wir kommen da nie wieder hin, okay. Ich hab's kapiert. Hier müssen wir uns umdrehen und dann... Der... Oh, das geht wieder runter. Yes, aber wir haben's. Uns fehlen hier 10.000 Dinger von dem. Oh, war es vielleicht schlecht, den zu töten? Vielleicht hätte man den noch gebraucht. Egal, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Perfekt. Hier wäre der Kampf gegen King DDD. Ich nehme tatsächlich den Blaster, weil, keine Ahnung, das ist jetzt Fergess Ultra Albtraum DDD. Illusion Erzfeindkönig DDD Phantom. Yo, hier sind viel zu viele Gegner. Ich glaube, wir kümmern uns erstmal um die. What? Bin gesprungen. Oh, ich dachte, er springt da vielleicht einfach nur. Ich fliege. Boah. Als ob das mittendrin aufhört. Ich brauch... Oh mein Gott, ich muss mich gerade so konzentrieren, sorry. Der jetzt? Jetzt kommt er damit wieder. Oh mein Gott! Ich bin aus seiner Reichweite. Kommt er näher? Yes, aber es hittet ihn.
Nein! Ausweichen! Ausweichen! Ich bin gesprungen! Bitte! Egal, egal. Yes! Ey, glaubt's oder glaubt's nicht, ist schon wieder so anstrengend. Aber der ist jetzt for real besiegt, weil der ist jetzt auch zerplatzt, so. Weil beim letzten Mal war es ja so, da ist er nicht zerplatzt, sondern da lag er dann da und ist dann wieder aufgestanden. Es scheint aber, als hätten wir wirklich besiegt. Oh mein Gott, es ist viel zu warm heute. Ja. 35 Grad. Oh, und ich bin hier oberen Stockwerk. Ach, das passt schon. Oh, dachte ich zumindest. Ach ja. So. Ich glaube, damit wären wir an der Stelle da. Ja. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass noch zwei kommen und das hier das Ende ist, könnte das knapp werden mit den Seelen. Falls es nicht reicht, mache ich das off-cam. Ich schneide euch nicht jede Seele einzeln rein. Gut. Für heute wäre es das. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeige ich es gerne mit einer positiven Wertung. Und wir sehen uns doch ganz bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, ciao, Leute. Und entschuldigt bitte, dass ich heute so müde bin.